Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Red Dead Online Video von mir. Der Call to Arms Modus ist vor kurzem rausgekommen und er gibt euch durch das momentane Event dreifaches Geld, Gold und dreifache XP, weswegen ihr, wenn ihr die letzte Welle erreicht, 3 Gold und knapp 900 Dollar für jedes Mal abschließen macht. In diesem Video wollte ich mal ein paar Tipps geben, wie ihr in diesem Modus einfacher überleben könnt, um auf die finale Welle zu kommen. Also lasst uns keine Zeit mehr verlieren und direkt mit dem Video anfangen. Mega wichtig, bevor wir den Modus überhaupt starten, müssen wir erstmal unsere Vorräte aufstocken. Holt euch alles mögliche, was ihr braucht. Ich empfehle euch Dynamit, das bekommt ihr bei jedem Hehler. Hochexplosives Dynamit, jede Art von Munition, das heißt Normal, Hochgeschwindigkeit, Express, eventuell noch Splittermunition und am allerwichtigsten Explosivmunition. Rockstar verschenkt eigentlich immer wieder mal explosive Munition, also schaut mal in eurer Tour nach. Ansonsten könnt ihr die Munition ganz einfach selber craften. Apropos selber craften, ich würde euch auch noch empfehlen, ein paar explosive Pfeile mitzunehmen. Ihr werdet später sehen, warum, erkläre ich euch gleich. Im nächsten Abschnitt werde ich übrigens über Waffen und Fähigkeiten reden. Wenn euch das nicht interessiert, skippt einfach zum nächsten Teil, der euch in eurer Leiste gerade angezeigt wird, mit dem Namen Call to Arms Positionierung. Was Waffen und Fähigkeiten angeht, verwende ich das Lancaster Repetiergewehr. Das Lancaster Repetiergewehr ist sehr gut auf mittlere und weite Entfernung. Ich habe dazu natürlich auch so gut wie jeden Munitionstyp vollständig und wird euch definitiv oft euren Ass retten. Als Zweitwaffe benutze ich den Bogen, überwiegend aber nur um die Sprengfalle zu benutzen. Wenn wir über die Wellen und Gegner an sich reden, werde ich darauf auf jeden Fall gleich nochmal zurückkommen. Zudem verwende ich noch 2 halbautomatische Pistolen, mit denen ihr auf nahe und mittlere Distanz sehr gut Headshots geben könnt. Und da ihr Magazine statt einzelne Kugeln benutzt, ist die Nachladezeit deutlich geringer, was sie dadurch zu guten Notfall- bzw. Panikwaffen machen. Aber kommen wir nun zu den Fähigkeiten und danach reden wir über die Wellen und Gegner an sich. Mein Fähigkeitenset sieht so aus. Ich benutze Painted Black, das würde ich euch zu 100% empfehlen, um die Feinde schnell mit Headshots zu besiegen. Klappt super auf jede Entfernung, also ein absolutes Muss für diesen Modus. Dazu habe ich als erste Passivfähigkeit Revolverheldenhaft oder auf Englisch Gunslinger Choice. Damit machen eure doppelten Waffen, in diesem Fall jetzt beide Pistolen, deutlich mehr Schaden und vor allem steigt eure Präzision erheblich. Die zweite Passivfähigkeit ist Eiserne Lunge bzw. Iron Lung. Mit dieser Fähigkeit könnt ihr je nach Ausdauer mehr Kugeln wegstecken, so habt ihr also die Möglichkeit, das meiste wegzutanken. Und als dritte Passivfähigkeit gibt es noch Morgen ist auch noch ein Tag bzw. To Fight Another Day. Mit dieser Fähigkeit kassiert ihr weniger Schaden, während ihr rennt, ist also super, um euren Tank-Build zu vervollständigen. So viel zur Vorbereitung, ich würde sagen, wir diven jetzt einfach mal in den Modus rein und dann erkläre ich euch dies und das. Bevor der Modus richtig losgeht, habt ihr erstmal 5 Minuten Zeit, eure Verbündeten zu positionieren. Wählt dabei weise aus, wo ihr sie platzieren wollt, weil ihr sie später nicht mehr umpositionieren könnt. Ich würde euch dabei Orte empfehlen, die gut geschützt sind, am besten verwinkelte Orte oder generell Orte mit Deckung, weil wenn alle Verbündeten sterben, verliert ihr die Runde. Die Verbündeten sind übrigens keine nutzlosen KIs, sondern helfen euch dabei, gegen die Wellen anzukommen und machen sich dabei auch wirklich gut. Deswegen geht alles, um sie am Leben zu halten. Zwischen den Runden sind manche der Verbündeten gelb anstatt weiß markiert, das bedeutet, dass sie verletzt sind und ihr sie heilen müsst. Geht dafür einfach zu ihnen, visiert sie an und heilt sie bei der PS4-Version mit einem Druck auf Dreieck. Und keine Sorge, nein, ihr verliert dafür keine Vorräte, Arzneien, Tonics oder ähnliches. Das Heilen ist wirklich sehr wichtig und ich habe gemerkt, dass die meisten Leute das nicht mal wissen, dass das überhaupt geht. Also achtet da am besten ganz besonders drauf, denn sind die Verbündeten einmal tot, könnt ihr sie nicht wiederbeleben. Die ersten paar Wellen solltet ihr auch relativ einfach überstehen können, aber je höher ihr kommt, desto mehr Gegner kommen und desto zäher werden sie auch. Ab Welle 6 oder 7 werden dann auch die ersten Juggernauts kommen, die natürlich ordentlich was wegstecken können. Diese könnt ihr aber mit passender Vorbereitung ganz einfach wegnatzen, indem ihr Explosivmunition verwendet. Selbst in meiner Pistole braucht ihr nur ca. 4 oder 5 Schüsse, um mit einem Juggernaut fertig zu werden. So könnt ihr also sehr schnell kurzen Prozess mit ihnen machen. Solltet ihr keine Explosivgeschosse parat haben, könnt ihr auch einfach Dynamit verwenden. Klappt auch gut, aber die spare ich mir in der Regel für die MG-Wägen auf. MG-Wägen sind so ziemlich das Gefährlichste, was in diesem Modus auf euch zukommen kann. Die sind komplett gepanzert, die Pferde könnt ihr übrigens nicht erschießen, das macht es also nochmal schwieriger und sie können eure Verbündeten blitzschnell totballern. Mit den MG-Wägen solltet ihr so schnell es geht kurzen Prozess machen, indem ihr Sprengpfeile benutzt. So könnt ihr sie problemlos aus der Ferne mit nur einem Pfeil ausschalten und habt somit ein Problem weniger. Natürlich könnt ihr auch hier Dynamit verwenden, das funktioniert genauso gut, oder ihr seid so krass, dass ihr einfach den MG-Schützen selber ausschaltet. Alles möglich, aber ich würde euch persönlich die Explosivpfeile empfehlen, vor allem wenn ihr mit Random spielt, weil das die schnellste und einfachste Methode ist. Ansonsten solltet ihr darauf achten, immer Abstand zu euren Gegnern zu halten, da später auch Nahkampftruppen spawnen, die euch mit nur einem Treffer direkt töten können. Dafür sind die Pistolen besonders gut, da ihr beim Ziel immer noch sehr agil seid und dabei schneller feuern könnt als mit beispielsweise dem Repetiergewehr. Nehmt übrigens auch gerne Tonnen von Tonics ein, das ist absolut in Ordnung. Ihr wollt gar nicht wissen, wie oft ich schon gestorben wäre ohne die Hilfe von Tonics, also tut euch da ja keinen Zwang an. Viel gibt es da eigentlich auch gar nicht mehr
mehr zu erzählen. Wenn ihr es einmal auf Welle 10 geschafft habt, habt ihr den Bogen raus und versteht, wie der Modus am besten zu spielen ist. Mal eine Frage von mir, was habt ihr denn so für Loadouts? Ich habe auch schon Leute gesehen, die sich Shotgun- oder Sniper-Builds machen. Sniper-Builds sind beispielsweise in Blackwater richtig nützlich. Shotgun-Builds wären in Strawberry und Valentine nützlich. Also passt euch da ruhig an und habt Spaß. Das war's dann auch schon mit dem Video. Kommenden Samstag werde ich ein Schnellguide zum Überlebenskampf in Strawberry raushauen, wo ich euch super schnell erkläre, wie ihr den Überlebenskampf in Strawberry am besten spielen könnt. Und kommenden Dienstag habe ich keine Ahnung, was ich machen soll. Ich denke mal, ich werde es euch dann am Samstag verraten. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch bitte ein Like und ein Abo da. Wenn nicht, dann nicht. Ich sage ciao, arrivederci, amanda koim und bis zum nächsten Mal.